Ja, also da freue mich, dass wir hier sitzen. Das ist ja jetzt doch 14 Jahre, dass wir uns kennen und in verschiedensten Formen auch zusammengearbeitet haben. Und dass Sie sich also bereit erklärt haben, auch über doch eine sehr wichtige, intensive Phase Ihres Lebens hier auch ein Stück zu berichten. Vielleicht können Sie ganz kurz etwas über ja, Ihre Person und auch Ihren Werdegang sagen, dass man weiß, was Sie, wer Sie eigentlich sind. Ja, gerne. Herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Ja, es war in der Tat eine sehr bewegte Zeit, die letzten zwei Jahre, die ich erlebt habe. Und dazu gekommen bin ich, vom Hintergrund her, habe ich Berufs- und Wirtschaftspädagogik studiert und habe da verschiedene Funktionen im Personalbereich ausgefüllt. Zugang war allerdings immer die Personalentwicklung in erster Linie und bin dann 1995 zur Quelle gekommen, wieder Personalentwicklung. Und im Laufe der Zeit ihre Funktion eingenommen, bis ich dann im Vorstand war bei Quelle für Personal zuständig. Zuletzt war ich dann zuständig bei Bemondo GmbH, also der Dachgesellschaft, zu der die Quelle gehört hat, für alle HR-Fragen, für das ganze Thema Personalwesen. Und um das nochmal zu rekapitulieren, die Quelle ist ja Anfang dieses Jahres geschlossen worden. Also, Sie haben diesen Prozess ja auch aus Personalsicht eigentlich bis zum letzten Tag, kann man sagen, begleitet. Genau, also die Schließung war dann zum 28. Februar, das war dann der Stichtag, und im Nachhinein waren dann nur noch einzelne Funktionen zu erfüllen, aber man kann sagen, dieses Jahr war Schluss. Es hat ein paar spätere Schließungen gegeben im Ausland, zum Beispiel in Österreich, aber die Dachgesellschaft, der Hauptsitz, ist Ende Februar zu Ende gewesen. Und es war in der Tat meine Aufgabe, seitdem es entschieden war, die Quelle zu schließen, eben dieses Downsizing zu begleiten von der HR-Seite und die ca. 12.000 Mitarbeiter eben dann die Verträge aufzulösen und die Entlassung durchzuführen. Und dann natürlich auch die Mitarbeiterstruppe zu begleiten, jetzt in die Arbeitslosigkeit oder erfreulicherweise auch viele schon wieder in einem neuen Job. Wenn Sie diese Zeit jetzt des Abbaus mal sozusagen Revue passieren lassen, was waren denn da so die wichtigsten Phasen? Naja, angefangen hat es an, was ich schon bevor entschieden war, dass die Quelle geschlossen werden muss. Und zwar schon ein halbes Jahr vor, in dem Moment, wo Insolvenz angemeldet wurde, beantragt wurde. Und in dem Moment ging es schon los mit dem Personalabbau. Zunächst mal auch immer mit der Zielsetzung, mit der Hoffnung, dadurch den größten Teil eben retten zu können. Es hat sich dann aber herausgestellt im Laufe der Zeit, dass einfach keine Investoren mehr da waren, die da eingestiegen sind, sodass es dann im Oktober, Ende Oktober zur Entscheidung kam, Quelle ganz zu schließen. Und dann war es an für sich ein Downsizing, das muss man sich so vorstellen, so wie früher die Firma aufgebaut wurde, musste man jetzt wieder Stück für Stück die Funktionen einstellen. Man kann da nicht einfach hingehen, den Stecker ziehen und sagen, jetzt ist fertig, sondern man musste sehr systematisch zurückfahren, weil es waren riesige Warenbestände da, die vermarktet werden sollten. Man musste überlegen, welche Mitarbeiter braucht man noch, bis zu welchem Zeitpunkt, wann kann welche IT abgeschaltet werden. Also insofern war das auch nochmal ein sehr systematisch strukturierter Prozess. Und es war sich in der Phase jetzt für uns aus Personalsicht die Kunst, die Mitarbeiter, die wir noch gebraucht haben, so zu motivieren und zu binden, dass sie eben das, was sie noch nötig war, auch bewerkstelligen konnten. Weil Sie jetzt Personal angesprochen haben, was ist denn in so einem Prozess, was ist denn da die besondere Herausforderung an der Personalarbeit? Das ist ja nicht das, was ein Personalentwickler normalerweise sozusagen träumt zu machen, sondern das ist eher wahrscheinlich das Gegenteil. Ja und nein. Also zunächst mal, vordergründig haben Sie natürlich recht. Ja, das haben wir uns alle nicht gewünscht, dass wir in die Situation kommen. Jetzt müssen wir dazu sagen, dass natürlich so etwas auch nicht von heute auf morgen kommt, sondern es ist natürlich das Ergebnis einer langen Entwicklung gewesen, und die haben schon seit zig Jahren sehr viele Kostenprogramme gefahren, die haben sehr viele Mitarbeiter abgebaut. Sie müssen sich vorstellen, der Konzern hatte mal fast 30.000 Mitarbeiter, und die haben ja schon bis auf 15.000 abgebaut. Insofern war es nicht ganz neu für uns, diese Art der Arbeit. Aber dann kam eben diese neue Qualität dazu, dass keine Perspektive mehr da war, auch für die,
für alle eigentlich. Und das war natürlich neu. Insofern war es nicht unbedingt immer angenehm, aber ich habe gerade gesagt, ja und nein. Wir haben eines gemacht, wir haben dann für uns aus Personalsicht einfach auch die Frage gestellt, wie können wir persönlich dem Ganzen einen Sinn abgewinnen? Wie können wir auch den Mitarbeitern im Unternehmen auch ein Stück weit Orientierung geben? Und über diese Fragestellung hat nochmal sehr viel Entwicklung stattgefunden bei den Mitarbeitern des Personalwesens, was auf den ersten Blick ja nicht zu erwarten gewesen wäre. Also Entwicklung im Sinne, wie setze ich mich damit auseinander zu einer Situation, wie schaffe ich es, anderen Mitarbeitern Orientierung zu geben, wie gehe ich selber mit dieser Trauer um und so weiter. Also insofern würde ich diese Zeit jetzt nicht nur negativ kennzeichnen, obwohl natürlich im Ergebnis ist für viele ein Drama gewesen, aber ich glaube auch, dass viele durch eine intensive Begleitung auch durchaus positive Aspekte rausziehen konnten. Wie ist es gelungen, sozusagen in so einer Phase diese Art von Entwicklungsarbeit in einem Abbauprozess überhaupt zu bewerkstelligen? Also ich spreche jetzt nochmal von der letzten Phase, also von der Phase, in der die Entscheidung gefallen war, dass geschlossen wird. Was wir gemacht haben, ich habe für meine eigenen Mitarbeiter im Personalbereich, das sind ca. 150 gewesen, und zwar auch in einem Prozess top-down, aber auch durchaus dann querrein, Reflexionsschleifen eingebaut. Das heißt, wir haben uns immer wieder mal zusammengesetzt, getroffen, um aufzuarbeiten, was passiert denn gerade. Wie geht es mir damit, dieser Situation? Wie gehe ich mit meinen Zukunftssorgen um und so weiter? Und über diese Intervention ist es schon gelungen, dass die Leute bis zum letzten Tag sehr motiviert, zwar nicht hoch erfreut, aber doch sehr motiviert ihre Aufgaben erfüllen konnten. Und Sie müssen sich vorstellen, dass wir am Schluss noch, selbst im Februar, noch 6.000 Zeugnisse zu schreiben hatten und so weiter. Und dafür müssen die Leute ja auch gewinnen, dass sie das tun. Also diese Reflexionsschleifen waren eine ganz, ganz wichtige Intervention. Und dann haben meine Führungskräfte auch sehr viele Einzelgespräche geführt. Gerade da, wo wir gemerkt haben, dass ich auch mit meinen Leuten, die nächste Ebene mit den Mitarbeitern auch, wo wir gemerkt haben, dass wir wirklich Zukunftsängste haben, sind wir sehr viel ins Gespräch gegangen. Ich glaube, dass es sehr kennzeichnend war für diese Phase, dass die Kommunikation so intensiv war und so intensiviert wurde, dass die Leute, obwohl sie die Kündigung in der Tasche hatten,